Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich bin jetzt am 1.8. gestern in Berlin spazieren gegangen. Was habe ich falsch gemacht? Frage ich mich heute. Warum ich das tue? Na, das ist ein ganz normaler Prozess, um sich einfach fürs nächste Mal besser vorbereiten zu können, dass man es nächstes Mal besser macht. Das ist der letzte Schritt einer vollständigen Handlung, wie man sie als Lehrer lernt. Dass man nämlich dann einfach nochmal durchgeht, was ist jetzt nicht richtig gelaufen. So, ja. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht im Pulk war, dass ich die Menschen nicht getroffen habe, die ich eigentlich treffen wollte. Aber dafür habe ich viele, viele andere am Weg getroffen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit vielen Polizisten gesprochen auch. Das ist jetzt auf dem gestrigen Video alles nicht zu sehen, weil das war ein schneller Zusammenschnitt, einfach um meinen Tagesablauf mal so zu zeigen. Das, wovon wir alle ausgehen können, ist, dass es dort sehr, sehr viele Leute in der Stadt gab, die genau das auch getan haben, was ich getan habe. Die einfach nur geschaut haben, was läuft denn jetzt überhaupt. Und die großen Anziehungspunkte waren natürlich Brandenburger Tor, Siegessäule. Da hatte man angenommen, da würden sich die Leute alle treffen. Deswegen war das ja auch mein Ziel. Ja? Vielleicht war das schon der erste Fehler, sich das als Ziel vorzunehmen. Ich war ein bisschen zu sehr versteift darauf und deswegen sah meine Route eben so aus, wie sie aussah. Und das tatsächlich ein besserer Startpunkt. Das Olympiastadion hätte sein können, das habe ich am Morgen einfach nicht mehr gecheckt. Ich habe die Nachrichten nicht gelesen, ich habe nicht geguckt, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich war mir einfach der Sache zu sicher. So etwas ist nicht gut. Na, also das war ein Fehler. Ich hätte wirklich morgens nochmal Nachrichten checken müssen und mal gucken müssen, wie denn jetzt so die Pläne der Gruppierungen aussehen. Dann hätte ich mich auch leichter mal irgendwo anschließen können. Dann wäre ich vielleicht auch nicht zielstrebig zum großen Stern gewandert. Ja, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass für den einen oder anderen mein gestriges Video da ein bisschen enttäuschend aussah, aber nun gut, also wenn das hier in der Stadt 2 Millionen Menschen machen, dann sind sie auch jederzeit in der Lage, sich diesen, sage ich mal, kleinen, spontanen Demonstrationszügen sofort anzuschließen und dort mitzulaufen. Und genau das gestern auch passiert. Ja, es sollte eigentlich niemand in der Stadt im Pulk herumlaufen. Und diese offiziell verkündeten Zahlen von 2000 Polizisten in der Stadt, die glaube ich persönlich nicht. Es können auch 10-mal so viel gewesen sein. Also da ja an jeder Wegesecke eigentlich schon 20 Polizisten rumstanden. Wie viele Kreuzungen haben wir in Berlin? Man konnte immer nur zurückgehen. Und weil ich ja schon am Ziel war, jetzt quasi im Englischen Garten, das sind ja nur 3 Meter, ja, bis zum großen Stern. Ich habe ja die Geräusche von dort wahrgenommen. Ich hätte da ja problemlos eigentlich hingehen können. Wenn man das auf der Karte sich anguckt, das ist ganz einfach. Aber genau da stehen dann natürlich auch diese Hundertschaften, die alles abschotten und die einfach in die andere Richtung schicken. Das heißt, ich hätte jetzt zum Ernst-Reuter-Platz gehen können. Ja? Das wollte ich natürlich nicht, weil ich war ja schon da. Und als die Leute dann tatsächlich mal im Pulk dort erschienen und die Polizei dann gleich sie einkesselte und bedrohte mit Wasserwerfern, habe ich natürlich gedacht, mein Gott, also warte mal einen Moment ab, bis der Kram hier vorbei ist. Dann kannst du ja immer noch da wieder rübergehen, aber die Situation hat sich nicht geändert. Ja. Also weiterhin konnte man immer nur in die falsche Richtung sich fortbewegen von diesem Ort. Man konnte nicht dorthin, wo jetzt die anderen sich befanden. Und das wird natürlich auch die Strategie weiterhin sein, die diese Einsatzkräfte nutzen. Ja. Ich weiß nicht, ob die wirklich Lust dazu haben. Jedenfalls ist das ihr Job, die Menschen vom großen Stern zu verscheuchen. Und das tun sie halt. Manche sahen natürlich ein bisschen komisch aus, da am Wegesrand mit ihren Masken, während ihre Kollegen im Mannschaftswagen saßen ohne. Das ist ja ein mehr als peinlicher Patzer mal wieder.
Aber man kann ja nicht an alles denken, nicht? Um die Show aufrechtzuerhalten, die denn da läuft. Also, was geht jetzt heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat ab? Dass jeder Einzelne für sich präsent ist, mitdenkt, mit seinen Nachbarn redet, mit seiner Familie sowieso. Dass wir aufklären natürlich weiterhin, dass wir denken, ja, ob sie jetzt rechts oder links oder nach oben oder unten oder quer oder horizontal oder vertikal oder sonst wie denken, ist mir eigentlich egal. Ich als Lehrer bin dafür zuständig, sie zum Denken zu bewegen. Ja. Und ich bin der Moderator und ich darf zwischen allen Gruppen moderieren. Und ich grenze keinen aus, im Gegensatz zu denen hier, die diese Polizeikommandos gestern in die Stadt geschickt haben, völlig unnötigerweise. Aber ich bedanke mich trotzdem nochmal, dass die Regierung gezeigt hat, dass sie ein Haifisch ist. Ja, weil dieser Einsatz war völlig unnötig. Es waren lauter friedliche Leute in der Stadt, die sie von ihren Nachbarn nicht unterscheiden können. Wenn die alle zusammen da im Straßencafé sitzen und sie sollen jetzt sagen, wer würde denn jetzt hier vielleicht auf eine Demo gehen und wer nicht, können die nicht unterscheiden. Die Polizei kann das auch nicht. Sehe ich irgendwie besonders aus? Besonders schlecht vielleicht? Oder ist ja auch egal, ne? Also ist ja mein gutes Recht, so wie ich auf die Welt gekommen bin, auszusehen und mich zu benehmen und eine eigene Meinung zu haben und, ne? Stichwort Menschenwürde und so. Tja, also ich ziehe als Fazit vom gestrigen Tag, dass es eigentlich ziemlich nah an der richtigen Strategie lag, was ich gemacht habe. Nur habe ich nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht statt 20, 30 Kilometer laufen müsste, weil ich dann jeweils noch wieder 2 Kilometer zurücklaufen muss, bevor es dann wieder an den Ort geht, wo ich eigentlich vielleicht gerne hin möchte. Okay. So, jetzt habe ich relativ viel geredet. Viel geschwurbelt. Ich hoffe, sie bleiben mir alle erhalten. Ich darf sie weiter voll schwurbeln. Es kommen noch sehr viel härtere Zeiten, glaube ich, weil eine Regierung, die so vorgeht gegen harmlose Leute, wird noch ganz anders vorgehen gegen Leute, die nicht harmlos sind. Ja? Und dass die demnächst auf der Bildfläche erscheinen, weil ihnen diese Regierungspolitik überhaupt nicht gefällt, das halte ich für möglich. Ja? Also so wie bei der Antifa, Steineschmeißer, Plünderer und so weiter und so fort. Ja, ich halte es auch nicht für unmöglich, dass die Antifa einfach komplett schwenkt und sagt, wir machen jetzt mit bei den Querdenkern, weil die Regierung hat uns ja an der Nase rumgeführt. Das sind ja alles Faschisten. Na gut, wenn man weiß, was Faschismus ist, dann kann man das auch sehen. Ne? Okay, also, aber damit sollte man sich jetzt wirklich mal beschäftigen im Unterricht. Was ist Faschismus? Ich empfehle dieses kleine Büchlein von Umberto Eco und er beschreibt sehr schön diese Geisteshaltung, die dahinter steht. Ne? Und es ist auch völlig klar, dass Faschismus keine Geschichte ist, die dem Nationalsozialismus vorbehalten bleibt. Faschismus finden Sie in jedem Sozialismus, ob das national oder international ist, ist dabei völlig Schnuppe. So, und das, was wir hier gerade haben, ist tatsächlich eher das Zweite. Ne? So, und deswegen diesen Krieg zwischen national und international, den führe ich gar nicht. Ist mir ganz egal. Ich möchte meine Freiheitsrechte, ich möchte meine Menschenrechte, ich möchte meine Menschenwürde leben und mich nicht bevormunden lassen von diesen mittelmäßig wäre ja noch ein Lob, von diesen schlechten, ungenügenden Kindermädchen, Politiker meine ich, ja, okay, also wir sind ganze Menschen, die meisten von uns sind erwachsen, können für sich selbst bestimmen, was sie machen möchten. Und das sollten wir auch tun dürfen. Und nicht erst, wenn wir Dreck im Arm haben, ja? Weil die Regierung das so will. Das sind, ne? Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.